Schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle herzlich zum Kaminabend live von Otto Bock mit Wolfgang, das bin ich, und mit meinem Partner Ralf. Wir sind beide Patienten von Otto Bock. Wir sind versorgt mit der C-Brace. Darüber wollen wir auch heute Abend sprechen, wie die C-Brace unser Leben ja grundlegend verändert hat. Was wir jetzt tun können, was wir früher nie geglaubt haben, noch mal je im Leben machen zu können. Und wie sich dadurch auch unser Leben verändert hat. Zu Beginn, für die, die es noch nicht kennen, möchte ich das C-Brace kurz vorstellen. Das C-Brace ist also ein Gelenk an einer Schiene. Ihr könnt es hier bei Ralf gut sehen. Er hat eine Schiene. Und hier sitzt das C-Brace-Gelenk. Und das ist etwas, im Gegensatz zu anderen Orthesen, wo man ja immer, wo man so gesperrt gegangen ist, ist das Gelenk nie geschlossen. Es ist immer offen. Und es dämpft nur, je nach Bedarf. Also das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, bei meiner Behinderung, also keine Muskeln im Bein, würde ich normalerweise einfach hinfallen wie ein Sandsack. Und jetzt erkennt aber das Gelenk, dass ich mich setzen will, und stellt das Maß an Dämpfung bereit, was ich brauche. Und das heißt für uns, wir können im Grunde in unserem Alltag jetzt ganz normal wieder uns bewegen, ohne Angst haben zu müssen, hinzustürzen und dann wieder so eine Geschichte zu haben mit vielleicht Beinbruch und Krankenhaus, 3 Monate Reha, ja. Was mir im Leben 5 oder 6 Mal passiert ist, dir sicher auch. Ja. Und das ist also ein gigantischer Fortschritt. Gut, aber wir wollen erstmal von uns erzählen, Ralf. Ja, ich komme aus dem wunderschönen Siegerland. Du hast mich ja schon vorgestellt. Bin 48 Jahre, bin Fliesenplatten-Mosaiklegermeister, Betriebswirt des Handwerks, bin viel ehrenamtlich unterwegs, habe 2017 einen Verein für Menschen mit und ohne Handicap gegründet. Und da kommen eigentlich Menschen zusammen, die gesund sind, aber auch krank sind. Neurologische Patienten, auch in anderen Schlaganfallpatienten, all diese Menschen fangen wir auf und versuchen, denen wieder Lebensmut zu machen. Mhm. Durch meine Errungenschaft mit dem C-Brace war das natürlich für mich eine Errungenschaft zu sagen, es gibt so viele Menschen, die alleingelassen werden, und wir müssen hier was schaffen, um denen wieder Mut zu geben. Ja, okay. Ja, ich im Grunde habe ich einen ähnlichen Weg. Das heißt, ich habe meine Behinderung schon etwas länger. Also ich bin etwas älter als du, nur ein paar Jahre, aber immerhin. Und mit 8 Jahren eine Polioerkrankung, das heißt ein Impfunfall hat es ja gegeben. Das ist ein aktuelles Thema. Und ich habe das Polio bekommen und war gelähmt, beide Beine gelähmt. Dann hat sich das im Grunde das Recht als Hotspot rauskristallisiert. Und ich bin im Grunde mein ganzes Leben mit einer gesperrten Orthese, also mit diesen Schienen mit Stahl und Leder rumgelaufen und mit entsprechenden Beeinträchtigungen. Also ich konnte überhaupt nichts machen an Sport, außer Tischtennis und Reiten. Reiten habe ich mit Leidenschaft gemacht, aber sonst war ich eigentlich immer gehandicapt. Und auch im Beruf war es schon eine große Einschränkung. Und ich bin auch über Arbeit mit Behinderten, also ich mache Yoga. Das habe ich irgendwann angefangen, weil ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Und was ich da gelernt habe, habe ich dann weitergegeben. Also ich arbeite mit anderen Behinderten zusammen. Wir machen Yoga, notfalls Yoga auf dem Stuhl. Und aus dieser Gruppe sind auch viele hervorgegangen oder einige hervorgegangen, die dann das C-Brace genutzt haben, je nach Behinderung. Und auch da ist es so, und das können wir jetzt von uns erzählen, was alles wieder möglich geworden ist. Ich habe eine Mitpatientin, die bei mir Yoga gemacht hat, die hat eine C-Brace bekommen, hat sich lange gesträubt, weil sie gesagt hat, sie kann nicht laufen damit, also sie hat einen Rollstuhl. Und hat das jetzt ungefähr ein Vierteljahr. Und gestern war ich bei der Medizintechnik und dann sagte mir der Medizintechniker, der ja auch die Orthese gebaut hat, ja, die
Patientin mit dem Siebel kommt heute nicht. Die hat gestern beim Umzug geholfen, 6 Stunden lang, und die ist total platt. Ja, gut. Und da habe ich gesagt, ist undenkbar. Doch, sagt er, der hat den Rollstuhl beiseite geschoben und dann hat sie ihrer Schwester beim Umzug geholfen und hat die Zeit vergessen und ist noch gar nicht so weit trainiert. Die macht zwar Reha, aber die hat sich völlig vergessen und abends war sie platt, weil die, von der Muskulatur, der Körper, das noch gar nicht gewohnt ist. Und sicher... hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht mit vorher, nachher? Ja gut, ich sag mal seit 2012, ich habe 5 Knieoperationen gehabt, Kreuzband, Schleimbeutel entfernt bekommen. Ja. 2014 wurde ich dann eingerenkt, ich habe 3 Wirbelsäulen-OPs gehabt und danach eine Parese im rechten Bein gehabt und bin aus dem Krankenhaus mit dem Rollstuhl in Reha-Klinik, habe 1 Jahr hart gekämpft, Schwimmen gemacht, Physio, Yoga, wieder versucht, krabbeln zu lernen und alles versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Ja. Wurde aber mit dem Ergebnis nach Hause entlassen, Rollstuhl. Und dann habe ich damals durch einen dummen Zufall jemanden gefunden, der sagt, komm doch mal mit auf die Reha-Care nach Düsseldorf. Ja. Ja, und dann war ich an dem Otto-Brock-Stand und der sagte, ja, dann geh doch mal zu dem Versorgungszentrum Rahm nach Troisdorf. Die haben vielleicht andere Möglichkeiten, dir zu helfen. Und und dann bin ich da gewesen. Die haben sich 14 Tage später gemeldet, bin da gewesen. Dann haben sie geguckt und dann haben sie gesagt, ja, sie hätten einen super Teil von Otto Brock, aber das wäre bis jetzt noch nicht von der Kasse genehmigt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wird es ja Zeit. Ja. Dann war der Außendienstmitarbeiter, der ist dann rausgekommen, wir haben dann eine Testversorgung mal durchgeführt und haben geguckt, inwieweit, wir haben früher gesagt, das grüne Monster, ja, ja, heute ja. Hat sich ja einiges verändert. Ja, und dann haben wir das ausprobiert und es war ein mega Tag, auch mega anstrengend, wohl, aber man sah, es funktionierte. Und dann habe ich gesagt, jetzt stellen wir die Anträge, wir gucken, dass wir das von den Kassen genehmigt kriegen, natürlich Absage. Man musste auch den Neurologen so ein bisschen drüber überzeugen, dass er dann sagte, ja, wie schreiben wir das jetzt? Und das kriegen sie auch nie genehmigt, zu teuer. Bei der Absage habe ich gesagt, komm, wir gehen in die Fertigung, wir probieren das Teil dann schon aus, wir trainieren. Und wenn ich zum medizinischen Dienst komme, dann stellen wir vor, was ist bis jetzt möglich. Ja. Und den Weg bin ich gegangen. Ja. Und ja, beim medizinischen Dienst kam jeder mit kleinen Summen raus, ja, müssen wir mal gucken und hier und da. Bei mir haben sie mit Versorgung, ohne Versorgung, sie haben geguckt und haben gesagt, ja, das Bildmaterial stellt sich ganz klar dar. Ich darf Ihnen zu Ihrem Mercedes gratulieren. Und ich sagte noch so spaßig zu ihm, ja, ich fahre zwar VW, aber der Arzt dort beim medizinischen Dienst sagte dann, Sie werden sich sicherlich auch mit dem Mercedes anfreunden. Und dann habe ich natürlich gesagt, logisch, der schönste Tag meines Lebens, ja. Der schönste Tag. Aber hartes Training. Im Vergleich zu dem, was du vorher hattest, ist es ja mehr ein Ferrari. Ja, weil ich habe gesagt, es ist besser zu laufen, als am Rad zu drehen. Ja. Also ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin privat versichert und die Kasse war sehr kritisch, hat das also rundherum abgelehnt und hat einen externen Gutachter bestimmt. Und dann habe ich gehört von anderen Patienten, dass dieser Mensch sehr kritisch ist. Und habe schon meine Hoffnung schwinden sehen. Also ich war, wie du, ich war Testpatient bei Otto Brock und habe da, wie du, bei der Firma Rahm, ja. Habe ich das bei Otto Brock kennengelernt, auch in einem Vorstadium. Also ich habe das anziehen dürfen, habe es probiert, habe gesagt, ich gebe das nie wieder her und nach einer halben Stunde muss ich zurückgeben, ja, weil das waren noch handgeschnitzte Vorab-Exemplare. Aber ich habe es dann irgendwann bekommen von Otto Brock, aber ich wollte halt auch eins haben für mich, also dass jetzt nicht mal eingezogen werden kann, sondern hatte ich das Problem mit dem Gutachter und der rief mich dann so nach 3 Wochen an und sagte, ich habe Ihren Fall auf dem Tisch hier und wissen Sie was, ich befürworte das. Da habe ich gesagt, nein, ich habe jetzt nicht gesagt, wie kommen Sie dazu? Und dann hat er gesagt, ich war in Leipzig auf der Messe, also ähnlich wie die Reha-Care gibt es ja in Leipzig diese Weltmesse. Yeah. Und ich habe Sie da Treppen laufen sehen und so steile Rampen runterlaufen sehen. Und das hat mich so beeindruckt bei der Behinderung, weil da können Sie normalerweise sowas überhaupt nicht machen. Wissen Sie was, ich genehmige das
ausdrücklich. Und ich hatte 6 Wochen später hatte ich die Orthese. Wolfgang, genauso war das bei mir, weil ich muss sagen, die waren so begeistert. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich beim medizinischen Dienst mit dem Aufzug in die Tiefgarage ging und musste einen steilen Berg hochgehen. Ja. Und musste den runtergehen. Und die Zypress ist ja ein Megateil, weil sie hält dich ja genau. Und du kannst weitergehen. Ja, die hält, den Oberschenkel. Ja, also genau. Du kannst im Grunde, was wir nie gekonnt haben, du kannst im Grunde in der Toskana, kannst du jetzt wieder so... Ja, normal würde das Bein wegknicken und der hält das. Ja. Und dann war der total fasziniert. Dann ging er wieder zum Aufzug und auf einmal sagt er zu mir, ach, jetzt haben wir doch vergessen, können Sie da auch so über so eine Metallplatte laufen? Ja, ich sag, wenn ich falle, dann müssen Sie mich halten. Ja, dann sind wir wieder zurückgelaufen und dann sind wir drüber gegangen. Gut, das war natürlich auch eine Herausforderung, aber ich habe mich der gestellt und die waren total fasziniert. Und dann sagt er, super. Und deswegen, man sollte nie den Mut aufgeben. Mein Ziel war eigentlich immer, senkrecht wieder vor den Menschen zu stehen. Und wieder anders auch wahrgenommen zu werden. Ja, vor allen Dingen muss man auch, ich war ja auch auf der Reha-Care und da waren sehr viele Behinderte und man kann die testen, also man kann die Patienten da testen mit diesem Testorthese, mit dem sogenannten früheren grünen Monster. Yeah. Und man kann vorher gar nicht sagen, ob das funktioniert. Also es laufen Patienten jetzt mit der Seabrace, als ich die da gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert, aber das geht. Und von daher soll man nie die Hoffnung aufgeben und man soll wirklich sich testen lassen und auch die Hoffnung bei den Kassen nicht aufgeben, denn letztlich müssen sie es halt bezahlen. Ja, man muss nur dranbleiben. Nicht? Ja, und man muss auch hart trainieren, das muss man natürlich auch sagen. Ja, Alf, wir haben Fragen. Ja. Ich nehme mal kurz die erste. Geht ihr mit euren Orthesen ins Schwimmbad? Ja, zum Schwimmbad ja, ins Wasser rein nicht. Oder nur einmal, weil die Orthese ist nicht wasserdicht. Es gibt ja Prothesen, die sind wasserdicht, die Seabrace noch nicht. Dafür habe ich dann eine Badorthese. Also ich gehe zur Umkleidekabine, ziehe die Seabrace aus. Ja, wahrscheinlich habe ich auch. Ja. Und dann haben wir eine wasserfeste Badeorthese, die ist dann wieder wie die früher. Schwer. Also man geht dann wieder so zum Wasser, aber das geht ja und kann sich dann ins Wasser. Aber da musst du halt Unterarm-Gehstützen nehmen wollen und dann gehst du ins Wasser und du kannst sie dann im Wasser auch freischalten durch den Zug hinten. Kleine mechanische Orthese. Aber auch das können wir wieder Gott sei Dank tun. Ja. Ist einer meiner Wünsche an Otto Bock, genauso wie bei den Prothesen, dass sie auch eine wasserfeste Seabrace entwickeln und dass wir dann auch praktisch einfach mal so in den Bach springen können. Ja, aber Otto Brock ist ja ein namhafter Hersteller, wo du einfach sagen kannst, er ist ja immer innovativ und von daher denke ich, da wird sich in der nächsten Zeit auch was tun. Ja, spätestens jetzt. Ja, wollen wir hoffen. Ja. Ja. Dann ist hier, was war das schönste Erlebnis mit euren Orthesen? Ja, das schönste Erlebnis mit der Orthese, muss ich einfach sagen, erst mal wieder gehen zu können, meiner Frau gegenüber Arm in Arm zu gehen, auch vielleicht mal wieder mit dem Kind ein paar Meter zu laufen. Für mich war es auch ganz wichtig, auch wieder zu Kunden zu kommen. Ja. Also ich bin ja nun leidenschaftlicher Fliesenplatten-Mosaiklegermeister. Ich habe damals Kammersieger gewesen. Ich habe meinen Beruf mit viel, viel Leidenschaft ausgeführt. Kann heute praktisch überhaupt nicht mehr arbeiten. Das ging gar nicht mehr. Geht gar nicht mehr. Also ich kann meinen Beruf so nicht mehr ausüben. Trotz allem bin ich immer froh wieder, dass ich meinen Kopf benutzen kann und heute anders den Menschen gegenüberstehen kann. Ja. Ich kann denen helfen. Und ich stelle immer wieder fest, ich kann aus dem Rollstuhl berichten, wie Menschen einen wahrgenommen hat. Und ich kann berichten, wie mich heute Menschen mit dem Zypress wahrnehmen. Das ist krass. Ne? Und dieser Unterschied, der ist so mega krass. Ja, ja. Und wenn mir einer sagt, und ich war in einem neurologischen Zentrum, wo einer das sah und der hatte MS, auch für die Patienten könnte man das ja gegebenenfalls, je nachdem wie die Einschränkung ist, gut nutzen. Mhm. Der sagt zu mir, ja, aber jetzt habe ich den Rollstuhl und ja, dann lassen wir das so. Ja, ich muss ehrlich sagen, auf den Menschen an. Ja, also man muss auch den Willen haben, man muss Perspektiven haben. Gut, und wenn das für ihn okay ist, ist es in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber schön ist es einfach, ich stehe wieder senkrecht und kann einfach anders mich darstellen, kommunizieren. Und mein schönstes Erlebnis war auch, dann auf der Bühne wieder zu stehen bei der Meisterfeier in Olsberg.
und vor 2000, sage ich mal, Gästen dann mit der Frau Pattbeck da ein Interview zu machen und einfach auch so ein bisschen weit die Geschichte zu erzählen, die ich durchgemacht habe, das war auch für mich was ganz Tolles, eine tolle Erfahrung. Also da wäre ich mit dem Rollstuhl zum Beispiel auch gar nicht hingekommen. Ja, 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 klar. Abends und tagsüber sitze ich, also abends und morgens sitze ich natürlich immer im Rollstuhl. Also du musst natürlich auch Auszeiten haben, das ist so. Ja. Also ich brauche auch Auszeiten. Ja. Gut, es ist natürlich sehr anstrengend, aber ich denke, wenn man regelmäßig Yoga macht, kriegt man nochmal so einen extra Schuss Energie. Ja. Also ich habe mehrere schönste Erlebnisse, aber ich erzähle mal eins, was damals ganz lustig war. Ich wohne ja in der Nähe von Köln und wir sind jeden Samstag in Köln zum Einkaufen gefahren. Ja. Und meine Frau hat dann immer, die hat sehr schöne, sehr viele Schuhe. Das ist nichts Falsches sagen. Ja. Hat dann aber immer welche genommen mit sehr hohen Absätzen. Ja. Sieht toll aus. Und, bist du aber nicht gelaufen mit dem Ziehpreis? Nein, da hatte ich ja noch keinen Ziehpreis. So. Und dann ist sie halt mit diesen Absätzen gelaufen und ich ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit, also sie kann da nicht so richtig toll drauf laufen. Ich mit der, dann immer noch langsamer, weil ich ja diese gesperrte Orthese hatte. So gesperrt, ja. Und dann hatte ich die Ziehpreis das erste Mal und wir sind wieder einkaufen gefahren. Und das ist ja ein ziemlich weitläufiges Areal da. Ja. Und dann hat sie nichts gesagt. Ich war aber immer schneller oder immer sehr schnell. Und dann hat sie ernst gesagt, also das ist das letzte Mal, dass ich mit dir einkaufen gehe mit diesen Stöckeln. Nächstes Mal ziehe ich Turnschuhe an. Ja, aber du bist mir viel zu schnell. Ne? Ja, aber ich finde das super. Aber das sind so Sachen, oder diese beim Yoga jetzt war eben eine tolle Sache, der Sonnengruß. Also das war früher unmöglich, ne? Wenn du musst so machen und dann gehst du so in die Beuge und dann auf den Boden. So, das konnte ich früher nicht. Da habe ich dann direkt auf den Fersen gesessen. Und wenn man Pech gehabt hat, hat man sich da auch noch bei verletzt. Ja. Und das geht jetzt ganz organisch, sage ich mal. Ja, gut, das liegt auch je nachdem, wie einer das Handicap auch hat. Weil ja, natürlich, kann nicht so, jeder. Ja. Aber so, nur mal zu zeigen, wie das super, funktioniert. Ja, ne? Super. Wir haben noch mehr Fragen. Was habt ihr gegen, habt ihr das gegen, ja, Physiotherapie, hast du gemacht, ne? Also ich bin, zweimal die Woche zum Reha-Sport gegangen, wo ich Gerätetraining, Krafttraining für den Oberkörper gemacht habe, der auch ganz wichtig ist, damit ich auch Rumpftraining, damit ich im Endeffekt in der Lage bin, das zu bedienen, sonst wird das für mich sehr schwer. Ich habe dann Physiotherapie, um die Muskulatur zu lockern. Und dann habe ich bei dem Versorgungszentrum Rahm in Troisdorf dann im Endeffekt das Gehtraining gemacht, wo die im Endeffekt schiefe Ebenen haben, die ich dann hochlaufen kann, schöne Treppen, auch etwas höher, die ich dann immer wieder variieren kann. Ja. Und auch, wo man dann auf unebenen Flächen, Matten und so, Bällen versucht dann das Gleichgewicht, sag ich mal, auszupendeln, damit man mit dem Ziehpreis einigermaßen gut handeln kann, das Ganze. Wie lange hast du da gebraucht? Bist du sicher was? Also ich sag mal so, ich habe dann nebenbei noch das Masterstudium BWL dann gemacht. Ja, und ich sag mal, währenddessen habe ich das Laufen wieder gelernt. Ja. Aber in Arnsberg, wo ich das Studium gemacht habe, hatten die immer lange, lange Laufgänge. Ja. Und dann habe ich immer die langen Laufgänge genutzt und immer auf geraden Ebenen versucht zu trainieren. Ja. Rollstuhl versucht zu trainieren. Meine Frau war dann schon mal mit. Also ich sage jetzt mal, ja, ich brauchte schon 5-6 Monate richtig, dass das relativ stabil wurde. Ja. Ja. Aber ich hatte ja da auch noch die Erstversorgung mit dem noch nicht so optimalen Gelenk. Otto Brock hat da ja wirklich einen Wahnsinn. Das muss man sagen, also früher war das nicht so ein schönes kleines, aber diesmal ist viel besser, sondern das hatte so ungefähr die doppelte Größe. Ja, richtig, so ein dicker Klumpen. Ja. Und aber gut, die Funktion war im Grunde schon da, die Hauptfunktion. Ja, aber man heute sieht das Gerät einen anders und stellt sich auf dich anders. Ja, man kann ja auch heute super über eine App hat mehr Funktion steuern. Genau, man kann es über die App, kann man die in bestimmten Grenzen, also klar, man kann sich jetzt nicht da wegschießen, aber in bestimmten Grenzen kannst du die Dämpfung rauf und runter stellen.
und kannst verschiedene Modi, also was hast du für einen Zusatzmodus? Ja, ich habe dann den Freistellmodus für Fahrradfahren. Ja, genau. Ich habe den Trainingsmodus. Trainingsmodus habe ich auch. Also ich habe alle vier Modus, dann den normalen G-Modus und einmal, wo ich das komplett feststelle. Ja. Das heißt, wenn ich einen längeren Vortrag halte, tue ich das Gelenk starr machen und entlasse da somit dann meinen Körper. Und das geht alles im Grunde mit der App über das Telefon. Also man drückt einen Knopf. Ich habe das dabei, aber... Ach, guck mal hier, ja. Ja, aber... Bestens ausgerüstet, wie der Wolfgang. Ja, aber das ist schon funktioniert. Ja, funktioniert. Also, top. Ja, ich hatte... Also, ich konnte im Grunde gleich mit der Series laufen. Mein Problem war, dass ich dem System nicht richtig vertraut habe. Wenn du jetzt, wie ich, 40 Jahre lang gelaufen bist und du hattest überhaupt keine Muskeln. Ich habe ja gar keinen Quadrizeps. Ich bin sofort, wenn ich das Bein nicht halten konnte, bin ich praktisch in mir zusammengefallen. Ich habe mir zweimal dadurch das Bein gebrochen, also den Fibulakopf, weil der Körper das Körpergewicht nicht halten konnte. Und ich hatte wirklich Probleme, dem System voll zu vertrauen. Also wenn ich jetzt so einen ganz steilen Berg runtergegangen bin, habe ich zuerst immer die Dämpfung hochgestellt. Yeah. Da wird es aber noch schwerer. Yeah. Und das hat ungefähr 3 Monate gedauert. Und ich habe das in Göttingen gemacht, bei Otto Bock. Also es war so ein Reha-Center, was von Otto Bock unterstützt wurde. Yeah. Und als ich hinfuhr, habe ich einen Menschen gesehen, einen Therapeuten, der hat so einen älteren Herrn mit 2 Prothesen so einen Berg raufgescheucht. Und da habe ich gedacht, bitte, den nicht. Ich komme in das Zimmer rein und wer steht da? Checker. Dieser Mensch. Yeah. Der hat mir dann erstmal so einen 30 Kilo Rucksack auf. Ich hatte gerade unheimlich abgenommen, der hat mir wieder 30 Kilo draufgetan. Und dann musste ich mit den 30 Kilo da durch Feld und Wald laufen. Was natürlich den Vorteil hat, du kannst dich da nicht mehr wegducken. Du musst dann in die Dämpfung gehen. Yeah. Und es war zwar recht drastisch, aber es hat mir das Vertrauen gegeben. Ist wie im wahren Leben. Ja, ist wie im wahren Leben, genau. Kannst dich nicht immer ducken. Nein, geht nicht. Und ich habe jetzt viele Leute gesehen, die das, dieses G-Training gemacht haben. Einige mussten trainieren, um überhaupt die Seaways benutzen zu können. Ja, das sehe ich auch immer noch. Und andere sind so losgelaufen und haben gesagt, ja und? Und dazwischen gibt es alle möglichen Stufen, jetzt wie du, wie ich, ja. Mit unterschiedlichen Zeiten. Ja, du musst immer dranbleiben. Das Vertrauen habe ich der Schiene direkt geschenkt. Ja, ja. Ich war halt, ich konnte das von Muskeln so wie du auch nicht packen. Ja, aber vertraut habe ich dem Gerät. Ja. Also, ich konnte nicht, weil ich halt Technik auch ziemlich. Ja, ich konnte nicht loslassen. Aber das ist dadurch, ich hatte ja so eine. Ich weiß, wie weh das tut. Also, wenn du dir das Bein brichst, deswegen. Ja, klar. Und dann ist so ein Reflex da, dass du unterbewusst zumachst. Also aber Wolfgang, ich habe eine Frau kennengelernt, die ist sogar hinterher wieder reiten gewesen mit dem Zielpreis. Das geht, ich auch. Mega stark. Ich habe gedacht, Hammer. Und ich habe die auch wahnsinnig bewundert. Dann habe ich verschiedene gesehen, die auch, sage ich jetzt mal, die dem Gerät auch wieder nicht vertraut haben wollen, die sich auch zu viel reinhängen. Wichtig ist ja, dass du deinen Oberkörper sehr senkrecht hältst. Und versucht wirklich, die Rumpfmuskulatur stabil zu halten. Sonst wackelst du zu sehr und das merkt das Gerät natürlich auch. Also ja, das siehst du ja im G-Training, wenn du vor dem Spiegel läufst. Ja. Das ist ja sehr wichtig. Ja. Wir haben Fragen. Ich will mal, fang mal oben an. Wie habt ihr das Gehen mit der Seabrace geübt? Hattet ihr Physiotherapeuten, die Erfahrung damit hatten? Das haben wir, glaube ich, jetzt beantwortet. Ja, also die Physios. Nur noch mal, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen. Aber da gibt es auch Profis und da gibt es auch... Naja. Ja, aber die meisten sind ja, zertifiziert, sonst. Ja, also wenn macht es nur Sinn, zu zertifizierten Unternehmen zu gehen, die Ahnung von dem Zielpreis haben. Wurdet ihr in der Öffentlichkeit schon mal auf eure Orthesen angesprochen? Ja. Also ich habe mal, mich hat mal ein Kunde gefragt, ob ich meinen Werkzeugkoffer mit hätte. Genau. Mit Maßband und Kugelschreiber. Ja. Oh, ich sag, das ist gerade mein Laufapparat. Ach ja, gucken Sie mal da. Oder haben Sie eine Knie-OP gehabt? Mhm. Ja, ja. Ich habe auch Fragen gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ein Laufapparat. Und die Kinder, aber die Erwachsenen haben mich relativ selten gefragt, aber die Kinder immer. Weil die Kinder ja, also es war dieses alte
Das vorherige, yeah. Das war ja dicker, das kann man, yeah. Konnte man, habe ich auch so außen getragen wie du. Yeah. Und die Kinder waren genau auf der Höhe, meine Enkel auch. Yeah. Und dann haben sie gesagt, was hast du? Und dann habe ich immer gesagt, das ist ein Laserschwert. Ja gut, passt ja. Wenn ja. du drauf drückst, leuchtet, ja, fix, ja, leuchtet. Mit Bluetooth. Ja, und dann also, gut, also ja, inzwischen werde ich eigentlich kaum noch angesprochen, weil der einzige Vorteil von Kinderlähmung, dass ich wenig Muskeln habe, ich kann das unter der Hose verstecken. Ja gut, da hast du mehr Vorteile als ja, ich. Ja, aber im Sommer laufe ich auch immer so rum. Ich sage jetzt mal so, Sie haben ein geiles Kaffer. Ja. Die Orthese ist gestalterisch nochmal richtig hervorgehoben. Ja. Du kannst ja mit vielen Motiven da auch noch gestalterisch was machen, wie du gerne möchtest. Also ich sag mal, unbehindert sieht auch anders aus. Nein, und, das Gegenteil. Das ist und viele Leute, das merkt man auch, die sind fasziniert und sagen, boah, was ist das denn für ein Teil? Mhm. Und die hören auch schon mal interessiert zu und sagen, boah, das können sie, das finden die schon super. Also deswegen muss man sich eigentlich nicht scheuen. Also viele sehen auch nur den Menschen, die ignorieren das und denen fällt das gar nicht auf. Also wenn ich heute eine schwarze Hose tragen würde, würde dieses Zebra-Race auch kaum auffallen. Mhm. Und ich sage mal, wichtig ist ja der Mensch, der hinter dem Ganzen ist. Und dass man wieder stehen kann. Ja, ich denke, viele Leute sprechen einen gar nicht an, weil sie sehen, wie soll ich sagen, dass es so eine Einheit ist. Also, dass du da ein Handicap hast, jetzt egal, ob du dir das verstaucht hast oder. Aber du läufst halt normal mit einer Haltung. Und also. Gut, ich würde vielleicht jemanden fragen, wenn mich das ja interessiert, weil ich ja ähnlich betroffen bin. Ne? Ja. Aber so normalerweise glaube ich gar nicht, dass da ein großer Bedarf ist. Außer also vielleicht technisch Interessierte, die jetzt sagen, hey, aber sonst. Sonst fällt das gar nicht groß auf. Fällt das nicht groß auf. Also, nee. Also ein Rollstuhl fällt auf jeden Fall mehr auf. Ja, genau. Ja. Und, also von und mit dem alten Teil war es mehr, weil das ja wirklich. Deutlich größer war. Ja, da brauchen wir nicht zu sprechen. Und ich hatte da an dem alten Teil hatte ich auch eine Doppelversorgung. Da hatte ich links und rechts auch so Adapter, wie du jetzt hast, damit ich mehr Halt hatte. Ach so, Und das ist jetzt durch dieses neue Zebra-Race hat man das schon ein bisschen verändern können. Ach so, nee, das sind, bei mir das sind, das ist wieder eine andere. Also hier habe ich ja nur eine Unterschenkelorthese. Ja. Und zwar, weil die Muskelfunktion im Unterschenkel nicht ausreicht. Die ist zwar da, aber zu schwach. Und dann hat Otto Bock diese geniale Orthese erfunden. Das sind Federn, die da drin sitzen. Tango heißt es. Yeah. Und wenn ich abfuße, also wenn ich jetzt auftrete, dann spannt die Feder. Und wenn ich abfuße, dann kriege ich, die Energiefeder zurück. Yeah. Das ist im Grunde wie Motor. Auch bei mir ist das Seabrace mit Motor. Yeah. Also wenn ich jetzt abfuße, dann schmeißt das so nach vorne. So. Ne? Das ist noch ein Vorteil. Spannend. Du brauchst ihn vielleicht nicht, weil du genug Kraft hast. Ne? Ich habe überhaupt keine Kraft in dem Bein. Ja. Und dann ist das ist so eine Kombination, das gibt es eben auch so, aber in Verbindung mit der Seabrace ist es dann noch mal eine Stufe mehr, weil du im Grunde einen Antrieb hast. Ja. Und du kannst das Ding verstellen, also du kannst. Ich habe jetzt so eine mittlere Stärke, aber du kannst es auch noch. Ah, du kannst. Es gibt noch andere Federn, also dann kannst du richtig Power drauf. Also man sieht auch da Technologie erweitert. Ja, das ist dazugekommen. Das gab es auch früher nicht. Also das ist alles jetzt in den letzten Jahren entstanden. Ja, aber dann sind wir zwei ja richtig gut für Otto Bock, damit die wissen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Vor allen Dingen sind wir die Glücklichen, die das genehmigt bekommen. Die das genehmigt, ja, die das, und jeden das, Tag dankbar. Ja, dass es das überhaupt gibt. Ja. Und mal bei mir war der Übergang. Ne? Ich bin ja lange, lange Jahre ohne gelaufen. Und ich hätte am liebsten gesagt, wo war das vor 20 Jahren? Ja. Ja, hat also 20 Jahre deines Lebens genommen. Ja, 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 Lebensqualität. Ja, die Qualität. Ja. Also schon super. So, die Zuschauer zu sehr fragen, was habt ihr für Diagnosen? Ja gut, bei mir die Diagnose ist einmal die 5-Knie-Operation, das ist aber weniger. Aber ich habe eine Parese rechtzeitig. Durch die Parese ist eine Nervenlähmung rechtzeitig im rechten Bein. Also das Bein ist gelähmt? Ja, und ist komplett gelähmt. Ich habe oberflächlich Gefühl, aber ich kriege das Bein, wenn ich die Orthese jetzt ausziehen würde, würde das ganze Bein wegknicken. Ja. Komplett vom Knie wegknicken und ich kann es nicht kontrollieren. Ja. Und ich habe hinten in der Wirbelsäule
auch noch einen Gleitwirbel. Man hat aber damals von den Ärzten auch gesagt, normalerweise müsste man mich jetzt nochmal operieren und gucken, was man noch verändern könnte. Aber das, was Sie jetzt noch können, das können Sie. Wenn man Sie wieder operiert, dann weiß man nicht, wie schlimm es noch wird. Und ich habe im Endeffekt noch einen Beckengurt um, damit ich im Endeffekt von der Wirbelsäule noch unten her besser stabilisiert werde, damit ich dann das Ganze besser halten kann. Mhm. Ohne dem und ohne der linksseitigen Versorgung mit einer Orthese, muss ich sagen, ist es ganz schwierig, lange zu stehen. Ja. Kriege ich vom Rücken und von den Beinen nicht mehr gehalten. Ja. Und deswegen bin ich echt froh, dass es wirklich Menschen gibt, die sich in dem Sektor der Hilfsmittel so auseinandersetzen und da so viel Mehrwert für einen selbst schaffen. Ja. Und so kriegt man dann den Alltag doch irgendwo gestemmt. Ja, ja. Ja, also meine Diagnose ist Polio und Postpolio. Also ich habe Polio. Postpolio heißt, ja, die Kinderlähmung ist eigentlich am schlimmsten, wenn du die Infektion bekommst. Also als ich aus dem Krankenhaus rauskam mit 8 Jahren, habe ich im Rollstuhl gesessen. Und dann geht die Lähmung aber zurück. Das kommt daher, die Kinderlähmung, der Virus zerstört Nervenzellen, Empfängerzellen im Rückenmark. Und sagen wir mal, du hast eigentlich viel zu viel und die Krankheit zerstört die jetzt. Sagen wir mal, es bleibt noch die Hälfte übrig. Aha. Und die übrig bleiben, übernehmen im Laufe der Zeit nach der Lähmung die Funktion der anderen. Ja. Und du lebst auf relativ hohem Level. Du weißt das aber nicht, wusste damals noch niemand. Ja. Und nach 20, 30, 40 Jahren, dann sagen die Zellen aber, sagen die, jetzt, wir können nicht mehr, wir sind platt. Wir haben jetzt 40 Jahre das Doppelte, Dreifache gemacht. So, und dann kommt die Lähmung zurück. Und du bist dann, wenn du Pech hast, genauso schlimm oder schlechter dran, als wenn du die Lähmung gerade bekommen hättest. Und das ist eben, und da kam die Sievers zur rechten Zeit, weil da gab sie dann. So. Ja, ich muss sagen, Wolfgang, ich bin eigentlich froh, dass ich heute beim Kaminabend mit dabei sein durfte. Es war ganz spannend, auch mit dir, Wolf. Ja. Ich hoffe, du hattest auch so ein bisschen mal meine Geschichte zu hören. Wolf, ja, zwischendurch haben wir uns ja mal gesehen, genau, aber so richtig Kontakt ich wusste nicht genau, ich wusste nur, dass du auch mit der Sievers gut zurechtkommst, dass du, dass du da gute Erfahrungen gemacht hast. Und weil ich war ja auch mal bei dieser Firma Rahm. Ja. Und aber jetzt in den Einzelheiten, Details, wusste nicht, dass du links auch noch, also wie ich, praktisch auch doppelseitig versorgt bist. Ja. Aber ich glaube, wir haben doch, auch weil wir verschiedene Diagnosen haben, haben wir doch so ein bisschen zeigen können, was man mit der Sievers machen kann, was das für die Leute bedeutet, die sie bekommen können oder die sie ja eigentlich immer bekommen können. Ja. Wie das Leben sich dadurch ändert. Ja, und ich kann eigentlich nur noch jedem noch auf den Weg mitgeben, dass man versucht, Kontakt aufzunehmen mit zertifizierten Zentren, die sich mit dem Zebra auch auf der Internetseite von Otto Bock. Ja, und dass man sich damit in Verbindung setzt, dass die trainieren damit und schauen einfach, was ist möglich. Und die sind auch Ansprechpartner und Helfer, um die Anträge gegebenenfalls bei den Kassen durchzukriegen. Dass sie zum Testen gehen, also mit dem sogenannten grünen Monster, grünen Monster. Ja, heute ist es ja nicht mehr grün, heute ist es schon ein bisschen moderner, effizienter. Und dann wird im Grunde, bekommt ihr Unterstützung beim Beantragen und bei dem weiteren Weg. Also man ist nicht alleine, sagen wir so. Und ich nutze heute mal, wenn ich schon hier sitze, ich kann einfach nur sagen, dem ganzen Team von Otto Bock kann man eigentlich nur Danke sagen für die tolle Errungenschaft, die hier geschaffen worden ist. Es hat ein neues Leben für einen selbst stattgefunden. Ja, das kann ich auch nur sagen. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Ja. Im Grunde bin ich mit, was ich bekommen habe, aber das war wie, als wenn man neu geboren wird. Ja. Man hat plötzlich Sachen wieder machen können, die hat man längst abgeschrieben. Ja. Das ist so eine Gnade im Grunde. Ja. Und das steht eigentlich. Den Mehrwert können wir eigentlich auch allen anderen nur. Können wir nur anbieten, ja, dass ihr das auch versucht, mindestens, und davon profitiert. Ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Viel Erfolg. Alles Gute und viel Erfolg.